Vitamin B12 ist ein lebenswichtiges Vitamin. Der Körper braucht es vor allem zur Bildung roter Blutkörperchen, wichtiger Nervenbotenstoffe und neuen Erbguts. Ein möglicher Mangel ist gefährlich und macht sich oft erst nach Jahren bemerkbar. Wie äußert sich ein Vitamin B12-Mangel und was Betroffene dagegen tun können? Die Antworten findest du in diesem Video. Hinter dem Begriff Vitamin B12 steckt kein einzelnes Vitamin, sondern eine ganze Gruppe von Verbindungen mit gleicher Wirkung, die sogenannten Cobalaminen. Die Symptome und die Ursachen eines Mangels an Vitamin B12 können sehr vielfältig sein. Wer einen Mangel bemerkt, sollte sich zunächst erst einmal seine Ernährungsgewohnheiten etwas genauer anschauen. Denn unser Körper kann B12 nicht selbst herstellen, sondern nur über tierische Lebensmittel aufnehmen und nutzen. Gespeichert wird es vor allem in der Leber. Gute Lieferanten sind Fleisch, Fisch, Eier, Milch und Milchprodukte, heißt es in einem Bericht der Apothekenumschau. Aber auch Meeresfrüchte liefern Vitamin B12. In pflanzlichen Produkten wie Sauerkraut können sich ebenfalls Spuren des Vitamins finden. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nennt einen Schätzwert für eine angemessene Zufuhr von Vitamin B12. Der liegt für Jugendliche ab 13 Jahren und Erwachsene bei 4,0 Mikrogramm pro Tag. Es gibt bestimmte Gruppen, die ein höheres Risiko einer Mangelversorgung haben. Vor allem bei veganer Ernährung rückt Vitamin B12 mehr in den Fokus. Denn wer sich vegan ernährt, verzichtet komplett auf tierische Lebensmittel und somit auf die Zufuhr von Vitamin B12. Doch welche Symptome sind typisch für einen Vitamin B12-Mangel? Ein Vitamin B12-Mangel zeigt sich mitunter erst nach Jahren. Es gibt B12-Speicher im Körper, die uns selbst dann jahrelang mit dem Vitamin versorgen, wenn wir eigentlich zu wenig davon zu uns nehmen. Doch wenn es dazu kommt, können die Auswirkungen auf die Gesundheit relativ schnell schwerwiegend sein. Betroffene eines chronischen Mangels fühlen sich oft schwach und erschöpft, hinzu komme blasse Haut, Symptome, die denen eines Eisenmangels ähneln. Müdigkeit und Erschöpfung bei einem Vitamin B12-Mangel liegt unter anderem an einer Blutarmut, denn ohne Vitamin B12 können nicht mehr genug Blutkörperchen gebildet werden. Auch psychische Störungen können Folgen eines Defizits sein, wie Gedächtnisschwäche, Müdigkeit, Aufmerksamkeitsprobleme, aber auch neurologische Auffälligkeiten. Symptome, die auf Vitamin B12-Mangel hinweisen können. Blutarmut und Blässe, Müdigkeit, Gedächtnisschwäche, Kribbeln, Zungenbrennen, Taubheitsgefühle, Verwirrtheit, Gangunsicherheit. Ein Mangel sollte recht schnell untersucht und behandelt werden. Denn im schlimmsten Fall lassen sich die Symptome von akut Betroffenen nicht mehr vollständig rückgängig machen. Für Personen, die den Verdacht haben, unter einem Vitamin B12-Mangel zu leiden, gilt es also, sich umgehend von einer Fachperson untersuchen lassen. Das trifft im Übrigen auch für andere Mangelerscheinungen, wie Magnesiummangel oder auch Kalziummangel zu.